Und ich begrüße jetzt den Ehrengast, der unsere Hauptpreise sieht, also die Viertelmillion, die halbe Million, die Hunderttausender, auch die Zehntausender. Ein Mann, den Sie alle kennen, ein Mann, den Sie alle lieben, der uns in die Welt schöner Musik geführt hat mit einer wunderbaren Stimme und mit viel Herz. Ich begrüße Kammersänger Rudolf Schock. Guten Abend. Strahlend erscheint er hier. Dabei habe ich gehört, irgendwann in diesem Jahre soll es einen Geburtstag geben, den man besonders feiert. Oh, erinnern Sie mich dann dran nicht, Herr Tölke. Wissen Sie, ich schreibe nämlich im Augenblick meine Memoiren und ich würde Ihnen sagen, schreiben Sie lieber jetzt schon, denn wenn Sie noch so lange warten, wie ich gewartet habe, da kommt ja immer mehr dazu. Das verfolgt mich nach schon in Träumen. Ich habe auf dem Nachtisch habe ich so ein Sprecherapparat, immer wenn mir was einfällt, schreibe ich das Ding und erzähle. Also, das ist furchtbar. Ja, wie heißen denn die Memoiren dann, wenn sie rauskommen? Ja, wissen Sie schon einen Titel? Wahrscheinlich, ach, ich habe in meinem Herzen nach dem Lied von Norbert Schulze. Haben Sie eine besondere Beziehung zu diesem Lied? Ja, vor dem Krieg kam in Braunschweig die Oper Der schwarze Peter heraus von Norbert Schulze. Und daran gibt es einen jungen Tenor, also der muss wohl 14 Jahre sein. Ich war damals 22, aber noch schön schlank. Sind Sie immer noch? Ja, ja, Sie, beide, würde ich sagen. Ja. Ich war noch schön schlank und das passt also sehr gut dazu. Und da gibt es eben in dieser Oper dieses Lied als Duett. Ach, ich habe in meinem Herzen. Und die Rolle lag mir natürlich sehr gut. Man hat mich so schön jung geschminkt mit roten Bäckchen und so. Und der Norbert Schulze sagte hinterher zu mir, weißt du, Rudi, wenn ich gewusst hätte, dass es dich gibt, dann hätte ich natürlich, dass du die Uraufführung gesungen hättest, die ein paar Monate vorher stattfand. Ich meine, können Sie doch eine Geschichte noch aus dem Buch erzählen? Wir sind ja Landsleute, wir sind in Duisburg ja nicht groß geworden, sind auf denselben Straßen rumgelaufen, wie in Mülheim geboren, der Schock in Duisburg, ja. Aber Schule, Theater, Interesse hat also uns dieselben Wege gehen lassen. Sie hatten ja auch eine Menge Geschwister, nicht? Ja, ja, es ist so, mein Buch, das, ich habe so viel aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend, eigentlich viel interessanter als wie das, was später kam, meiner Karriere, da hat man sehr viel drüber geschrieben. Aber ich weiß, 1923, da wurden von der Arbeiterwohlfahrt damals die Kinder aus dem Ruhrgebiet verschickt in schöne Gegenden, um sich dort ein bisschen zu erholen. Das waren ja schlechte Zeiten. Und meine Schwester und ich, wir kamen also nach Thüringen. Und zwar nach Mühlhausen. Ich traf es sehr gut, ich habe ja immer Glück gehabt im Leben und hatte sehr, sehr nette Leute, die keine Kinder hatten, mich wirklich wie ihr eigenes Kind behandelten. Und sie hatten einen Bekannten gegenüber einer Fabrik, der Fabrikdirektor wollte mich sogar adoptieren, das habe ich aber nicht gemacht. Ich wäre heute Fabrikdirektor, das heißt auch wieder nicht. Hätten wir einen großen Sänger wie hier, wäre schade. Na, jedenfalls war es so, meine Schwester hat das nicht so gut getroffen und die kam zu einem Lumpenhändler. Und er hatte bald erkannt, dass sie hatte eine sehr schöne Stimme, sie wurde auch eine gute Operettensängerin später. Und er hat erkannt, auch mit dem Kind kannst du was machen. Und dann sind die also durch die Straßen gezogen und dann musste meine Schwester singen. Und das hat sie mir dann mal vorgesungen, als wir uns mal trafen. Das war also dann hoffentlich nicht gut bei der Stimme. Lumpen und Knochen, Alteisen, Papier, eiserne Bettstelle, altes Klavier. Zahlen die höchsten Preise dafür. Andreas Fiedler, Passmark Nummer 4. Das war ein. Jetzt bin ich doch noch zu meinem Lied gekommen. Ja. Aber jedenfalls, es war so, meine Schwester hat das wirklich ganz süß vorgetragen und das Geschäft des Lumpenhändlers hat sich ganz sicher dadurch gehoben. Aber man hatte doch Einsehen und brachte sie dann zu einer anderen Familie. Also das ist eine kleine Geschichte aus meiner Großen. Wir freuen uns auf dieses Buch und jetzt muss unser Geschäft sich heben. Vor allen Dingen danken wir für den Besuch von Rudolf Schock.